Hallo Leute, willkommen zur Anfrage von LS. Und heute zurück mal wieder die Aufwärmung. Jetzt sind wir schon bei der Staffel 23 angelangt. Und letzte Folge hat der Helfer ja uns perfekt hier das Feld noch angesät. Und wir haben ja die Schweine geholt und ganzen Tiere gefüttert, also die Hühner. Müssen wir jetzt noch machen, aber bevor schicken wir den Helfer jetzt noch kurz auf eine Mission an Bord und dazu müssen wir ihn auffüllen, weil der ist leer geworden letzte Folge, wie wir gesehen haben. Nein, jetzt habe ich Dünger aufgefüllt. Ja, warum füllt der Dünger auf? Alter. Ey, Gott, jetzt diese Dünger kommen ja am Ende. Obwohl er eigentlich nur zu hinterrücken. Achso, für den er Sonne hat. Ich bin ein Gönner. Oh, klappt er zu. Kommission sowieso. Ich glaube 12.000 oder so plus. Oder war das nicht wirklich nochmal? Muss ich nochmal kurz gucken. Ja. 13.500. Ich glaube, dass die 3.000, was jetzt ausgehen, hat für Dünger und Rocken. So, Rocken. Safe dran. So, der wollte angebaut haben, durchwachsende Silfe, oder? Ja. Der wäre schon drin, perfekt. Und ja. Werden noch kurz die Hühner dann gefüttert, dann kurz unsere zwei Felder düngen, dann wird es das Rasenmäher wieder reingehen. Also im zweiten Schnitt, das geht immer so schnell, finde ich. Oh, so perfekt. Ich muss jetzt eh wieder übelst Geld machen, aber das ganze getrocknete Getreide auch noch. Was wir kaufen, weil ich habe mir jetzt letztlich Feuerscheine gekauft. Also das heißt, was ich noch nicht gesehen habt in der letzten Folge, dass ich bei den Schweinen hier entweder Sojabohnen oder Mais brauche oder Rübenschnitzel. Und, aber Leute, wisst ihr, was Trebe ist? Weiß es wer von euch? Ich habe gar keinen Plan, was Trebe ist. Ich weiß nur, dass ich den Schweinefutter geben kann. Ich weiß nicht, wie ich das herstellen kann, weil früher hat es auf der Map eine Station gegeben, Schweinefutterhersteller. Aber ich weiß nicht, wo jetzt ist. Der hat die, glaube ich, umgebaut oder so. Ja, vielleicht ist sie noch irgendwo, aber ich wüsste nicht wo. Auch schon das Feld. So, Prozente macht er, weil wir müssen schon kurz warten. Ah ja, perfekt, es geht hier rauf. Dann will ich sagen, vorher mit den Anhängern schön laufen. Kommen wir wieder. Oder was ist das? Lass den kurz da stehen. Und du kurz die Hühner füttern. Jetzt ist es so, dass er nicht den Rücken zu lassen. Das wird jetzt schon passen. Oh. So nah, das war ja wieder ein Kanal, oder? Bühne, Achtung! Jetzt perfekt. Die haben jetzt wieder voll Wasser. Perfekt. Thank you.
Regelung. Jo, perfekt. Dann kurz letzte Päckchen Nobelspäne. Ah ja. Wie haben wir viel Mist? Oder was ist das? Oh, zwei Kartons haben wir auch schon. Was denn dritte schon? Ja, jetzt hier geben wir denen noch das bisschen Weizen, was ich hier noch hab. In der Schaufel drin. Dann jetzt dazu bekommen oder? Oh, perfekt. So, ist das jetzt hier alles Mist, was hier? Jo. Wir müssen natürlich ausmisten. Habe ich einen Mist aufgenommen für die? Ja. Dann gehen wir es kurz zum Schleim rüber. So. Haben wir einen Mistplatz irgendwo da hinten? Das ist, weiß ich gar nicht. Aber hier ist das mit denen der Mist, glaube ich, oder? Haben die schon Mist gemacht? Bisschen. Hier ist keiner. Hier ist auch nicht, aber das hinten haben wir am ersten nach Mistplatz aus. Und ich kann selber noch unten ändern. Ah, was war das? Den hier da hinten ein Schrein, ist da was? Nee, okay. Waren ja nur das Zuchtschwein oder das Schwein. Nee, nicht Zuchtschwein. Sondern das heißt anders. Boah, mir fällt der Name gar nicht ein. Bergwinde Schweine oder so, weil es mehr werden dann. Also kleine Schweine auch. So, abstellen im Motor immer wichtig. So, sollen wir das nächste Mal kein Benzin. Diesel-Fass mit mir, wenn man mehr ernst da war, trotzdem wird geblasen, aber... So, ja, noch. Ab zum Hof. Ich bin ausgestiegen, hast du gesehen. Ich hoffe, dass der jetzt der Bug das überhaupt den Dinger Steuerer. Ah, dann geht es schon der Bug noch. Dann stehe ich hier kurz hin. Oh, der kann natürlich. Dann stehe ich den Defense-Water hier noch kurz hoch. Rückfahrer-Profi, so wollte ich sagen. Ich schnapp jetzt die Dingersteuer.
Leider, ich will kurz mal was gucken. Wie groß eigentlich der Unterschied ist zwischen den Mähwerken hier? Also sage ich meistens ja das hier 10 Meter, 13,6 Meter und hier habe ich 7, hier habe ich 9 Meter. Okay, schon ein Unterschied, ja Mann. Ich dachte, ich sehe gerade keinen so großen Unterschied. Ja, wahrscheinlich. Egal. Aber das wird doch schon weg. Irgendwann bin ich mir sowieso über der Überlegung, dass ich mir modernere Schneider kaufe, weil das ja wirklich alt. Aber es wird so ein Job fürs Erste. Das ist wichtig. So, angucken das wieder alles. Perfekt. Kann ich jetzt eigentlich schon noch drin nehmen, weil das ganze Förder habe ich kleine Dünger aufgehört, aber das hat irgendwie nicht zählt. In der Sämaschine hatte ich einen Dünger. Und in dem Fall hatte ich keinen Dünger mehr. Das kann ich schon düngen. Oh, das geht nicht. Ah, das geht. Oder wie? Na, natürlich. Also Leute, manchmal frage ich mich echt. Wo ist die Lohne? Egal. Ich frage mich gar nicht. Warum ist hier nicht? Und das war ich doch gezogen und sie einfach. Ich glaube, es ist das einfachste Video. Ja, moin. Nee, Alter, jetzt habe ich meinen. Eine Stoppuhr. Ah, ist doch wieder da. Hätte gedacht, hab schon weggedrückt. Weil sonst weiß ich nicht, wie lange mache ich jetzt schon Aufnahme. So. Eine. Mag das eh gut. Aber hoffentlich wird das Feld noch, wenn ich das jetzt gleich am nächsten Tag düngen, dann in der ersten Wachstumsstufe ist. Also wenn es noch ein bisschen aufgeht, kann ich noch mit drei Reifen drüber fahren, sonst halt nur mit Pflegebereifung. Und mit Pflegebereifung, wie in der ersten Folge, der zweiten Folge meine ich, noch wieder ein Wheelie. Erste Folge auch. Das war ja so scheiße. Ja, was mir die ganze Zeit kommt, dann mit dem gelben Trag, mit dem Buera. Das war so komplett. Und wie viele Dünger sind da weg? Wie viele Dingens habe ich eigentlich noch? So 50.000 Raps. Was schon lange nicht mehr geguckt habe, wie viel ist denn der, ist der, Pflanzenölwert. Geht gerade hoch von 1300. Helfer. Die habe da. Will der mir jetzt sagen, der hat keinen Tank mehr. Ja, wie schnell geht denn da? 5000. Ja, da war nur. Ach so, weil der Dünger weg ist, meinst du? Oh, kann er schon noch fahren?
Aber ich glaube, das ist zu wenig Sattel trotzdem, was da drinnen hat. Ah, oh, moin. Muss ich erst noch mal daher fahren. Ja, doch, das ist der Back dann an. So. So ist die irgendwie. Ach so, nee, ich bin dumm. Jetzt hätte ich gedacht, der baut schon wieder nicht an. Also Lost in Space. Also das Landing Fishes war so wirklich komplett. Und der ist mit perfekt. So. Getreidetrockner, Getreide ist empty. Oh, ich weiß, was er da ist. Dann nehmen wir für drinnen nur. Und das Getreide sparen, weil bis es Ernte wird, haben die Hühner vielleicht schon wieder einen Hunger. Das Getreide, weil er so in 2 Tagen Ernte reif. Nächsten Tag ist dann noch nicht Ernte, dann übernächsten halt. In 2 Tagen. Meine Obst wollen wir, ob die schon was werden. Können wir gleich schon mal gucken. Ich glaube, das ist einer noch negativ. Ach, Sojabohnen. Aber ich glaube, man kriegt von mir. Alter, jetzt gucke ich einmal nicht hin. Da fällt schon gleich wieder irgendein Scheiß dran. Runde. Zack. Ich glaube, es gibt da wirklich mehr, weil der Preis auch weniger ist. Wenn nicht das gut dünnes wird, sind das auch, kommt dann schon was scheit, aber. Wenn 49.000 mal 1.300 sind, wenn 49 mal 1.300 sind, oh, ich hab's ja Alexa. Alexa! 49 mal 1.300. Jo, habt ihr das gehört, Leute? 63.700. Also beschweren. Kann man sich ja weniger. Moin, ist ja komplett gut. Moin. So, nein, alles abkuppeln. Nee, Gewicht kann auch mal runter. Weil jetzt geht's ans Grasmann. Ey! Hier die Kabel anschließen. Hier. Aber dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge und ciao. Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge von LS. Heute spielen wir wieder Theo Fergmann und letzte Folge. Also wir sind schon bei der Staffel 24 angelangt.
oder 23 Leute, tut mir gerade leid, passt gar nicht. Und letzte Folge haben wir noch das Viererfeld gedüngt. Das Fünferfeld geht ja so in den Grund komischerweise nicht. Und heute fangen wir dann gleich das Mähner. Fangen wir dann mit der Mission des Mähner, weil es gleich hier ist. Hier ist das Feld. Also gleich neben meinem Hof, so. Kann nicht das da auch schon machen? Das gehört zum Feld eigentlich nicht dazu. Aber Bier kann man haben. Wo wir es recht stehen lassen. Ja, weil ich alles glaube, es sind so nette Mitmachen. Da schaut sie. Ah ja, meine, das gehört sogar noch zum Feld dazu. Aber es ist nicht trotzdem nicht. Ah Leute, kommt ja viel mehr Gras bei mir runter. Das ist die Textur. Es schaut viel mehr nach mehr Gras aus. Und kann man das 16 noch nicht kaufen? Oder 63.000? Bin ich ja, wenn ich Raps verkaufe. Und wie viel bekomme ich, wenn ich mein getrocknetes Getreide verkaufe? Bekomme ich 2300, wenn man nicht den Big Bang macht. Letzte Folge haben wir auch schon mit der Alexa. 48 mal 2300. Hey, 110.000 und mit Raps auch noch 63.000. Sind 170.000? Und 170.000 mal 70 sind. 250.000 und vom Feld krieg ich auch noch ein bisschen Geld. 250.000 plus 164.000 sind 410.000. Jo, da können wir das Feld kaufen, da habe ich immer noch ein bisschen Geld. Ey Leute, das mache ich, glaube ich. Jo. Das Feld kann ich hier düngen vor allem. Andere Feld nicht. Das wäre wirklich krass. Also das ist noch als Mission. Man will irgendwann, wenn ich hier fertig bin, der große Feldverkauf kommen. Aber hier vorher jetzt haben wir ein bisschen leid, ich sag's euch. Erstmal habe ich mal eine XXL-Folge. Oder mal gucken. Dann haben wir ganz viele Folgen, ist ja auch egal. So, der muss Zebra für. So, jetzt kann ich wenigstens gescheit machen. Die erste Runde ist geschafft. Achso, wegen Helfer Lohnzahlung. Ich hab mir jetzt schon gedacht, hä, was ist denn jetzt los?
Gleise sind hier ja wieder auch nicht. Von daher ist alles super. Der ist auch nicht allzu groß und starr. Und das Düngen, das gibt halt schon übel viel Geld, wenn ich mir das Feld hier kaufen kann. Ja. Was ist denn hier ein Gerste? Was habe ich angebaut? Ja, Raupenwelle, ich habe mir gerade gedacht, ja, das schaut so ein bisschen aus wie Gerste. Ja, ich habe ja gar keine Gerste angebaut, Mann. Alter, ein kurzer Herzinfarkt, ja. Aber was ich jetzt nur sagen wollte, war... Ja, wenn wir jetzt das Feld jetzt noch verkaufen, dann haben wir nur 110.000. Was machen wir eigentlich als nächstes damit? Ich glaube, mehr Kühe vielleicht. Weil das Futter zu erstellen übelst easy ist und nichts kostet fast. Aber was wir definitiv mit dem Geld machen, ist einmal eine Maismehlwerk kaufen und Einzelkorntechnik zum Anbauen. Weil für meine Schweine jetzt natürlich wollen natürlich auch was zu essen und die bräuchten immer Sojabohnen oder Mais. Und ich glaube, von Mais kriegt man mehr als von den Sojabohnen, also mehr Ertrag. Von daher hätte ich jetzt gedacht, dass wir Einzelkorntechnik uns besorgen. Ein Maispflücker, schau ich nochmal wegen der Mod, habe ich eh letzte Woche gesagt. Weil sonst wäre es kleinste 3,4 Meter, vielleicht so 4 Meter. Nee, wo nicht allzu viele PS braucht und ja. Das wäre dann mal der Plan. Weil wie viel Prozent dann eigentlich schon? 72 auf 7 Euro. So, bevor jetzt Name so habe, bevor die ganze Zeit so auf und auf. Auf der anderen Seite halt. Dass es heute im Nähwerk nur so gut geht. Hätte nicht auch, dass das noch funktioniert. Wenn ich meinen Hof gekauft habe, wo ich gesehen habe, dass ich das Nähwerk habe. Also, dann habe ich es einmal ausprobiert, im ersten Schnitt und habe mich eigentlich gewundert, dass das noch so funktioniert. Das macht ja eigentlich alles schön. Das wird ganz nett, das Nähwerk. Gar keine Probleme habe, ich stecken bleibt es nirgends zu hängen und ja. Vielleicht bleibe ich auch bei denen, aber ich glaube, ein neues wird schon besser tun. Auch ein bisschen größer und das. Und ja. Aber hier kriege ich auch noch ein bisschen. Ja. Also Geld macht man hier bei der Das wollte ich gerade Marsch sagen. Bei der Hof Bergmann genug, weil die ganzen Produktionen ist voll cool gemacht und das. Und das.
Sachen perfekt. Aber eigentlich bleibt mir ganz auf der 50er noch, bei dem Bergauf. Also und daher auch, weil das Mähwerk nicht so viele PS braucht, ein größeres. Das ist ja auch schon wieder ein Vorteil. Oh, das ist geklappt, der nervt mir ein bisschen in irgendeiner Perspektive. Oh, das. Oder Leute, wo ist das geklappt? Ich wüsste nicht, ich bleib lieber so. Wer mehr vom Traktor? Ja, wollen wir stehen lassen, oder? Drei schneller Kollege. Wenn man da alles mitkommt. Weil diese Kurve hätte ich jetzt eigentlich nicht gedacht, aber. Ja, anscheinend schon. So schnell vergeht irgendwie die Zeit. Irgendwie in der fünften Folge, in der dritten Folge, vierten Folge, haben wir das erste Mal gemäht. Jetzt sind wir schon in der 24. Folge. Oder 23. Und wir sind jetzt einfach schon so weit. Also wir sind schon beim zweiten Schritt. Also es geht so schnell. Und kannst du rechnen, in jeder 20. Folge einmal mähen. So, hier sind wir krass einfach. So. Haben wir mit Lösche die Hüfte gemacht? Mein Gericht, ne? Was spart dann Leute, da bist du da oben nur 7,4 Meter, aber. Oder was willst du denn? Dafür fährst du, glaube ich, einen 20er dafür, oder? Wie schnell fahren wir mit dem Spadern? Weiß ich gerade gar nicht. Da fahren wir den 20er, na, oder? 20er wäre schon ein bisschen früh. Mission hat auch gleich fertig. Helfer. Der wird wohl keine Förderungen im Tank haben. Ich befürchte. Einmal wenden. Ey Leute, was habe ich gerade gesagt? Dass wir gleich einen Tank leer haben wird. Da fahr ich jetzt nochmal schön drauf. Dann. Ja. Dann haben wir dann auch danken. So, in einer Woche, wo aufgeht, oder? Und wo die Schweinefutterding stehen könnte. Ich weiß nicht wo. Irgendwo zum Beispiel Kartoffelnusshose, ja hier im Siebener. Aber ich würde ja Zucker gemerkt, weil ich glaube ich mehr Ertrag aufgeben. Immerhin hier oben. Also ein bisschen groß. Ja. Für das bisschen. Ich glaube das sind nicht alle Prozente dann, oder? Ist das ein. Leute, ist das dann 11%? Glaube nicht. Habt ihr gerade nicht gesehen, wo ich angefahren bin?
fertig sein und dann muss ich die Prozente raussuchen wahrscheinlich. Schau, da ist doch alles. Und das hier ein bisschen und da ein kleines. Ganz ehrlich, das sind niemals so. Wie viel? 11%. Oder Traktor ist schon wieder kaputt. Oder war das? Wenn ich einen Traktor finden würde. Der muss reparieren werden. Nur der ist wieder reparieren. Und der Lärm der Gas. So, Sägemaschine auch noch kurz reparieren. Mann. Die kann ich mal nicht reparieren, weil ich den einmal benutzt hab. Jetzt nicht, aber hätte noch mal nach links fahren müssen und dann ist auf die Straße noch, also habe ich gleich raus und gehen nach. Name auf. Ich wünschte, was ich mache. Perfekt. Also wir sind jetzt nicht so viel auf der letzten schon was oben ist, warte, schauen wir gleich. Wer wieder da fährt. Sprit hat der schon halb verbraucht. Boah, krass, Alter. Halb schon. Na gut, der hat 5,5 Stunden. Der wird die meiste Zeit benutzt, weil es der stärkste ist. Von meinen Traktoren. Die Leute ist eh alles angebracht. Deinen Streifen lassen. Vielleicht. Man kann das gut unterschätzen. Also ja, oder? Kann ich mir kurz den Äpfel. Alter, Leute, schaut, wie schnell ich bin. Weißt du, woher das kommt? Weil ich jeden Tag 10 Kilometer laufe. Da schaut, wie ich so gescheit. Das ist was. Was? Mann, keine Äpfel. Was? Bist du schon was drin? Nee. Wann wird reif? Was ist denn hier kaputt? Alter, das schaut ja aus wie ein Blumenbeet. Das ist immer nur abgehandelt. Nein. Egal. Aber Leute, muss ich schon wieder sagen, das war's für die Folge. Die Zeit vergeht irgendwie immer zu schnell. Und ciao.